Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Tech It Legend Skyblock mit mir, dem Kirsch. So, man hatte mir in der 8. Folge geschrieben, dass ich bei den Blockbreakern einen Fail hatte, dass ich die gleichen Pipe wieder genommen habe, statt die Advanced. Wir können es ja gleich mal ausprobieren. Gucken wir mal. Ich hatte ja die normalen Transport Pipes genommen und die Advanced. Und wenn euch das Projekt gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. So, und dann gucken wir mal. Ich habe es schon mal hier in die Hand genommen, da. Und die Advanced. Es sind wirklich die Advanced Wooden Transport Pipes. So. Setzen wir mal hier hin. Und sie verbinden sich auch nicht. Allerdings habe ich mir jetzt in der Zeit mal überlegt, wie wir das lösen können mit einer Obsidian Transport Pipe. Ganz easy, die wird da, zieht zum Beispiel die Items an, wenn wir die hinsetzen, fliegt alles, was dann flupp dahin kommt. Können wir ja mal ganz kurz einfach mal eine Truhe noch holen. Komm, gib mal eine Chest. Wooden, jetzt müsste es theoretisch gesehen. Jetzt fließt sie hier lang. Also wird dann auch der Cobblestone dann reingehen und in unsere Black Hole Chest reingehen. So, gut. Also das haben wir jetzt geklärt. Das machen wir dann später, weil heute die Folge habe ich jetzt eigentlich geplant, das hier wieder zu automatisieren. Hat nämlich überlegt gehabt, wie das am besten geht. Und das geht ja dann auch mit den normalen Pipes. Brauchen wir noch Engines. Kann ja erstmal die Blazewoods rausnehmen. Hier auch. So. Komm mal her, du Truhe. Dankeschön. Das wird nämlich etwas aufwendiger. Gut. Dann kann der Hopper weg. Den Hopper lassen wir. Wir können ja mal kurz schauen, wie viel EMC eine Black Hole Chest benötigt. 147.000. Haben wir gerade nicht am Mann. Weil dann würde sozusagen unsere Black Hole Chest ein Puffer sein. Ja, und hier auch nichts mehr. Nicht gut, nicht gut. So. Jetzt waren hier Tiere en masse. Schlimm. Am Anfang können wir ja eine normale Kiste nehmen. Gibt es hier Iron Chest? Wir können hier sogar die Diamant Chest machen. Wir haben hier bloß die Upgrades-Möglichkeiten. Okay. Also nehmen wir da eine normale Kiste. Bitte richtig schreiben. Vertippt man sich hier wieder mal. Ist das auch nicht gut? Chest. Nein, auch keine Dirt Chest. Okay. Und eigentlich brauchen wir sogar dann gleich noch die andere, die da drüben ist. Gut, jetzt brauchen wir erstmal noch ein paar Wooden Pipes. Okay, jetzt bin ich zu faul. Nehmen wir einfach mal ein bisschen Wood. Oder so was anderes. Oak. Da. Noch ein wenig Glas. Habe ich hier einmal kein Glas drin. Cobblestone. Da. Da brauche ich nämlich noch ein paar Pipes mehr. Und dann brauche ich noch ein bisschen Glas. Komm, nehmen wir mal 12. Sehr schön. Gut, die lang. Das ist ja kein Problem. Allerdings die Cobblestone Pipes könnten nicht langen. Können wir allerdings dann später auch durch. Sag schon, Golden Transport Pipes ersetzen. Bei mir hat gerade mein Handy vibriert, ich suche gerade mal da unten. Mal schnell das Wichtigste gucken. Es tut mir leid.
Sup, ich beeil mich, bin schon wieder dabei. Gut. Da wird die Folge heute mal ein paar Minuten länger gehen, da ich jetzt mal abgelenkt war. Ja, man soll wenigstens Kabelzonen rausnehmen. Gibt so viele verschiedene Farben. Ja, und da haben wir es auch. Dann nehmen wir mal 4 mit. Jetzt brauchen wir noch Engines. Red. So mal einfach Engine. Nein, die OBS wollen wir nicht. Die ist Combustion auch nicht. Da haben wir die Redstone Engine. Es gibt zwar noch eine kleinere, wenn ihr wisst, wie die heißt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Da ich jetzt die Folge am Samstag aufnehme für Montag, könnt ihr es ja dann am Montag werde ich dann die nächsten Folgen aufnehmen. So. Jetzt müssen wir nämlich Mittel planen. Cobblestone, dann kommt 3. Dann muss nämlich die Kiste, die da hinten ist, die ein bisschen teurer. Nehmen wir mal mit. Das muss jetzt mal sein. Hier muss ich mal was. Dankeschön. So, dann kommt nämlich hier die rein. Dann brauchen wir etwas Blaze Rods. So, dann wird dann hier Blaze Rods erzeugt. Und die werden dann mit einer Redstone Engine nach oben gezogen. Also 1. Muss ich erstmal eine Kiste hinbekommen. Verdammt. So, da kommt dann in die Black Hole Chest hin. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Dann kommt der nächste Truhe hin. Weil dann wird automatisch so aussortiert. Also es geht dann sporadisch. Einmal geht einer nach links, einmal nach rechts. Gut, hoffe ich mal, dass das so funktioniert. Jetzt brauche ich mal eigentlich noch ein paar Hebel. Dankeschön. Dann könnte man nämlich die Kiste dann auch mit so einer ersetzen. Energy Condenser. Ich lege mich schnell schlafen. Dann haben wir es am Tag. Nicht runterfallen. Noch können wir nicht fliegen. Dafür fehlt noch das EMC. Okay. Jetzt kommt hier die Engine. Und die Engine machen wir hier hinten dran. So, jetzt würde sie arbeiten. Jetzt tun wir einfach mal zum Anfang eine rein. So. Haben wir es ein bisschen besser aufgeteilt. Natürlich, die brauchen jetzt eine Zeit lang, bis die ordentlich laufen. Jetzt fließen die schon schneller. So, jetzt fließt die erste. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt hat es eine 50-50 Chance, dass es nach links oder rechts geht. Die erste geht nach links. Die zweite geht nach rechts. So, wenn wir dann hier drüben die Energy Condenser drin haben, hier ist ein unendlicher Kreislauf mit der Black Hole Chest später dann, funktioniert das halt. Da haben wir Infinity EMC. Naja, ihr seid beide schon grün. Sehr gut. Ich tue mal hier 16 rein, haben wir einen kleinen Puffer zum Anfang. Jetzt müsste die links rumgehen. Oder rechts rum. Das ist jetzt eine 50-50-Chance immer. Jetzt geht die links rum.
Nicht wahr, scharf? Noch mal gucken. Rechts. Okay, das geht mir doch ein bisschen zu sehr. Nach rechts. Na gut, das kann ich jetzt mal ein bisschen in Ruhe arbeiten. Wir haben hier ein paar Blazewatts, 7 Stück. Die können wir gleich in EMC umwandeln. Yay, bei mir sind wir nun so 10. So. Haben wir schon mal 16.000 EMC. Die Pipes kommen wieder hier rein. So, und jetzt kommen wir uns mal noch um unseren Blockbreaker. Da brauchen wir Lava-Eimer. 1, 2, 3, 4. Leider nochmal 4 Wassereimer. Eins, zwei, drei, vier. Cobblestone Pipes haben ja keinen EMC. Ah, dann brauchen wir ja sogar noch ein paar Iron Transport Pipes. Okay, das mache ich mir so. Denn wir müssen das ja dann einstellen, dass die bloß sozusagen in eine Richtung immer fließen und nicht hier dann zurück. Dann brauchen wir noch eine Wrench. Und zwar die von Buildcraft. Dankeschön. Dann nehmen wir mal ein paar Stone Bricks, dass ein bisschen schön ausgebaut wird. Flup, flup. Da haben wir dann so geschaut, quasi die erste Quest abgeschlossen. Okay, ich baue das ja extra so, dass die Blockbreaker dann sozusagen immer hier schön arbeiten können und alles in eine Richtung geht. So, hier kommt die Lava hin, hier das Wasser. Deswegen habe ich das 2 hoch tief gemacht. Und dann können wir hier hinten sogar noch zumachen. Flutsch. Die Flagge kommt dann eh weg. Jupp. So, wenn ihr auch gegrüßt werden wollt oder so, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dafür sind sie da. Du bist jetzt selber runtergesprungen. Warum springen alle Tiere in den Tod? So, hier noch zu, hier Loch, da Loch, immer erstmal gucken, nicht, dass dann zufälligerweise irgendwas war oder blockiert hatte. So, Wasser 1, 2, 3, 4. Bevor ich nämlich dann die Blockbreakers oder das die Lava setze, funktioniert dann hier auch. Natürlich nicht. Ach ja, das ist jetzt gerade ein bisschen gefriemler, aber muss halt auch mal sein. Mann! Panik. Okay. Dann muss ich ja noch eine Schaltung machen. Dass die sozusagen permanent funktionieren. Machen wir mal F7 an. Oh ja, hier ist jetzt dunkel geworden. Gut. Und jetzt kommen unsere Obsidian Pipes.
Gehen wir nach vorne, denke ich mal schon. Jetzt kommt dann hier gleich die Iron Pipe. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Da darf es nicht rein. Also hier darf es wieder nicht hinlang fließen, also ist das okay. So, jetzt ist natürlich hier wieder dunkel. Soll ja nichts spawnen. Und wir brauchen noch ein paar Cobblestone Pipes. Yay! Aber dann haben wir es auch schon wieder, die erste Quest zum Teil erfüllt, weil wir müssen ja dann noch unsere Black Hole Chest mit 5 Seiten Cobblestone befüllen. So. Können wir gleich mal mitnehmen. Können wir dann noch schön ausbauen. Ich möchte dann halt sozusagen gerne die Black Hole Chest hier haben. So, das kann ruhig in Ruhe fließen. Ist ja kein Problem. So, wir können ja mal schauen. 37, 63. Es geht gut auf. 64, alles schick. Jetzt haben wir schon 58.000 EMC. Hammer. Hammer, hammer nicht. Sehr schön. Jetzt brauchen wir allerdings den Alloy-Smelter, da brauchen wir nämlich die Wire. Oder? Das ist ja von Blue Power. Red Trouble used. Dann ist er hier. Red Wire Teil. Ne, das ist nicht. Blub, 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 blub. Red Alloy Wire. Dafür brauchen wir Red Alloy Ingot und die kriegen wir aus Redstone und Iron oder Copper. Okay, wir nehmen erst einmal Redstone. Nicht Redstone. Komm, wir nehmen gleich mal einen Stack. Jetzt brauchen wir einen Viertelstack Copper. Verdammt. Man hat es mir ja gesagt gehabt. Option. Wir wollen ja auf World. Nein. Option. Inventory. Recipe Mode. Global. Recipe Mode. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt ist nämlich auch das hier weg. Und jetzt können wir ja gucken. Wir können es nicht mehr nehmen. Jawohl. Dankeschön nochmal dafür. An. Blub. Sehe ich es jetzt hier? Wenn nicht, ich sage es nochmal in der nächsten Folge. Gut, wir brauchen. Es kommen eigentlich viele raus. Mal gucken. Ja, 4-1. Jetzt brauchen wir noch Kohle. Gleich mal rein. So, das kann jetzt mal schnell in Ruhe durchbrennen. Dass ich das wenigstens dann doch vielleicht noch hinbekomme. Muss ich nochmal gucken. Ein Timer. Timer. Brauchen wir Blue Wire und dafür brauchen wir Teslatit. Gucken wir halt nochmal hier. Blue. Power. Halt.
Clock. Oh, wie habe ich das gelöst gehabt? Muss ich das doch? Wir haben kein Teslazit. Fuck. Da muss ich mal was probieren. Da muss ich mir eine kleine was Kleinigkeit einfallen lassen. Haben wir mit Redstone allerdings. Nehme ich mal noch eine Torch. Dann brauchten wir noch diesen Comparator. Repeater. So, da muss ich nämlich mal was probieren. Ab das auch mit den. Ja. Gut. Dann mache ich nämlich hier vorne sozusagen oder hier in der Ecke einen Repeaterlauf. Nein. So. Ja, jetzt muss ich hier wieder Fackeln setzen, damit hier nichts spawnen kann. Ja, okay, das war ein bisschen mehr außerdem gespannt, ob ich es hinbekomme. Doch, verbindet sich. Machen wir das nämlich so, dann geht das. Jetzt kommt es drauf an, wie rum muss man die setzen. Okay, ich bin ein kleiner Redstone-Noob. Okay, ich probiere mal. Okay, ich muss die Fackel hinsetzen, aber auch gleichzeitig wieder abbauen. Jetzt habe ich sozusagen eine Glock. Okay, und jetzt müsste es theoretisch gesehen funktionieren. Jetzt müssen nur noch die Lava-Eimer hin. Warum bauen die jetzt nicht mehr ab? Alles klar. Ich habe dann mit der Obsidian-Pipe gefailt, aber. Oder auch nicht. Nein, ich brauche die nicht. Ich habe natürlich keine Schaufel mit. Jetzt wandert es hier rein. Jetzt kann man auch gucken, dass das hier einwandfrei funktioniert. Okay.
Ich habe nur gefailt. Alles gut. Alles schick. Können wir wirklich noch ein paar Golden Transport Pipes reinsetzen? Und das wandert jetzt hier rüber. Sehr schön. Dann mache ich das hier mal noch hier drüben. So, und damit funktionieren auch unsere Cobblestone Generators. So, verschwunden. Hier muss ich sozusagen mal noch eine kleine Stelle hinlegen. So. Dass sie sozusagen nicht hier drüber geschossen werden können. Und jetzt arbeitet's. Yay, ich bin zufrieden. Was sagt ihr? Aber nichtsdestotrotz sage ich erstmal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen, hat euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten hat nichts vollkommen euch lassen. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.